Auf dich kann ich mich immer verlassen. Normalerweise ist der Ausfall von einem Triebwerk überhaupt kein Problem. Es sei denn, man hat nur eins. Wir rücken ab! Glaub es nicht! Was haben Sie sich denn da gedacht? Das ist meine Maschine! Ach, Ihr Flugzeug? Ja! Ja, das wusste ich nicht. Das war das Einzige, das vor dem Hangar stand. Ja, da steigen Sie einfach ein? Ohne Übergabe? Bei jedem Leihwagen gibt es eine Übergabe. Der Mann vom Charter war nicht da. Es war überhaupt niemand da, den ich hätte fragen können. Die Tankanzeige ist defekt. Ja, das haben wir auch bemerkt. Entschuldigen Sie, es war ein Missverständnis. Ich bezahle Ihnen den Rundflug, einen vollen Tank und natürlich spendiere ich Ihnen eine neue Tankanzeige. Darum geht's doch gar nicht. Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr da heil runtergekommen seid. Du schmeißt mir den Direktorenposten vor die Füße? Patrick, wir sind eine Familie. Bedeutet dir das gar nichts? Natürlich. Darum beende ich ja die Zusammenarbeit. Damit wir privat normal miteinander umgehen können. Wir haben völlig unterschiedliche Auffassungen davon, wie man ein Hotel leitet. Ja, soll ich jetzt jedes Wort, das ich an meine Mitarbeiter richte, vorher mit dir absprechen, oder wie? Wenn du anderer Meinung bist, gut, dann sag mir das. Aber deswegen schmeißt man nicht gleich hin. Darum geht es nicht. Du bist nicht irgendein Vorgesetzter. Ja, ich bin dein Vater. Wo ist das Problem? Dass wir in diesem Arbeitsverhältnis niemals auf Augenhöhe sein werden. Das bin ich mit meinen Angestellten auch nicht. Ich bin Chef. Punkt. Wenn du mit deinen anderen Hoteldirektoren diskutierst, geht's dir nur um die Sache. Mich willst du immer auch erziehen. Mitarbeiterführung ist ein komplexes Thema. Weißt du, andere zahlen viel Geld für die Weiterbildung. Du bekommst das hier alles gratis. Ich will meine Mitarbeiter nicht so behandeln wie du. Ich bin Teamplayer. Ich setze auf Motivation statt Druck. Hör auf zu träumen. Dein tolles Team, das pinkelt dir bei der ersten Gelegenheit ans Bein. An der Spitze ist es nun mal einsam, Patrick. Mensch, beim Handball, da bist du doch auch ein Kämpfer. Hier eine Finte, da ein Konter. Das ist in der Geschäftswelt nichts anderes. Ich bin jederzeit für einen Fight auf dem Handballfeld zu haben. Aber beruflich führt das mit uns nirgendwo hin. Lilly? Komm mal schnell. Ich glaube, mein Helm ist eingelaufen. Lilly ist im Garten. Ist unter die Feuerwehrmänner gegangen? Herr Segert hat mich gefragt, ob ich bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen will. Aha. Auf Stundenbasis. Wie auf Stundenbasis? Das ist doch sowieso ein Ehrenamt, oder nicht? Naja, ich bin einer der ganz wenigen, der bezahlt wird. Okay, was sollst du dann da machen? Ja, sucht jemand denn für die Wartung der elektrischen Anlagen. Aha. Naja, ich könnte das extra Geld gut gebrauchen. Das Jahr mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist ja leider rum. Ja, ist doch prima, wenn das nicht mit deinem Job für die Windwald AG kollidiert. Nee, ist ja nur eine halbe Stelle. Da sehe ich kein Problem. Und du hast dir auch was zum Spielen gekauft? Ich find's toll, dass du dich da engagierst. Aber pass auf, dass du genug Zeit für Lilly findest, ja? Sie freut sich immer so, wenn sie mit dir die Zeit verbringen kann. Das geht mir doch ganz genauso. Und daran wird sich auch überhaupt nichts ändern. Hallo? Hallo. Darf ich mitspielen? Ja. Du, ich glaube, da fehlt irgendwas. Es muss doch... Da. Komm. Nee, da. Halt mal. Lilly, dein Zelt ist fertig. Lass Papa mal machen. So. Also beim Eignungstest für die Feuerwehr wärst du durchgefallen. Ja, die suchen ja auch einen Elektriker und keinen Campingwart. Wo ist denn die Anleitung? Damit die Rechtsfähigkeit einer Stiftung anerkannt wird, muss die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert sein. Das trifft auf die Bürgerstiftung der Feuerwehr zu. Dann steht also der Stiftungsgründung nichts mehr im Wege und du kannst den Vorvertrag für das Gebäude gegenüber der Feuerwehrwache aufsetzen. Ach, ich dachte, dir fehlen noch 100.000 Euro.
Oder haben deine spendablen Unternehmer noch mal nachgelegt? Nein, aber deshalb bin ich so froh, dass der Eigentümer sich auf einen Vorvertrag einlässt. So habe ich die Immobilie sicher und kann in Ruhe die fehlenden Gelder einsammeln. Ich mache dir den Vorvertrag fertig. Gut, dass Herr Segert das Gebäude gegenüber der Wache entdeckt hat. Besser geht's nicht für die Feuerwehrschule. So, winken und lächeln. Sie nennen mich eine Populistin? Herr Falkenstein, setzen Sie sich doch. Ihr Interview in der Nord-Ostsee-Zeitung ist voll unhaltbarer Unterstellungen. Was meinen Sie? Im Gegensatz zu Ihnen sorge ich mich um die Steuerbelastungen der Bürger. Sorgen ist gut, handeln ist besser. Kennen Sie schon meine Bürgerstiftung? Bitte? Die BFL, Bürgerstiftung der Feuerwehr in Lüneburg. Die sammelt das fehlende Geld für den Aufbau der Feuerwehrschule ein. Und zwar ohne einen Cent Steuergelder. Das ist ja lächerlich. Mit dem Klingelbeutel durch die Kommune ziehen. Das hat inzwischen wie viel Prozent? 50. 50 Prozent des fehlenden Kapitals eingebracht. Gestiftet von engagierten Unternehmern. Die damit Steuern sparen wollen. Gewiss, die sich ja verpflichtet haben, die Steuerersparnis Jahr für Jahr der Stiftung zukommen zu lassen. Interessant. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Stiftung kennenlernen wollen, dann besuchen Sie doch unser Charity-Event. Da sind alle Unterstützer, übrigens auch Ihre Ortsvorsteherkollegen. Und warum weiß ich davon nicht? Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten. Sie hatten mehr Glück als Verstand. Eine seitliche Windböe und dieser durchgeknallte Texaner hätte die Kontrolle über sein Flugzeug verloren. Texaner? Kennst du den Typ? Ja, flüchtig. Er ist der Ehemann der Frau, die ich aus dem brennenden Schuppen gerettet habe. Die scheint ein ziemlich gefährliches Leben zu führen. Und anstatt ihm nach der Landung die Leviten zu lesen, lobt sie ihn auch noch für seine tolle Leistung. Ach, wahrscheinlich war sie einfach nur erleichtert. Wie sieht's mit der Nachwuchswerbung aus? Kann ich was tun? Wir haben die Genehmigung für die Infoveranstaltungen an den Schulen bekommen. Und wir starten mit dem Tag der Jungfeuerwehr? Ja, das hier ist der grobe Ablaufplan schon mal her. Vielleicht könntest du mal nachchecken, ob unsere Ausrüstung reicht oder ob wir uns so irgendwie noch Material leihen müssen. Mach ich. Hallo zusammen. Hey. Hallo. Na, gar nicht im Hotel? Geht auch mal ohne mich. Und, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Ja, bin dabei. Ja, super, fantastisch, freut mich. Ja. Haben Sie auch ein wenig Zeit mitgebracht? Nicht wirklich. Ich bin nachher mit meiner Tochter verabredet. Verstehe. Das Wichtigste wäre die Wartung der Beleuchtungselemente. Vielleicht kann Patrick ihn ja... Ich zeig dir, wo die Geräte sind. Du ist doch okay, oder? Ja, ja, alles klar. Die Kameraden duzen sich alle hier untereinander. Ich bin Ben. Patrick. Hi. Mathis. Ja gut, komm, dann zeig ich dir mal die Geräte, oder? Hallo, Anja. Also, wenn die Wohnung noch halb so schön ist, wie der Eigentümer am Telefon gesagt hat, dann knutsche ich deinen Entrümpler. Moment, da habe ich auch noch ein Wörtchen mit zu reden, ne? Wieso? Du fandst doch den Grundriss und die Lage auch perfekt. Ich rede vom Knutschen. Ah. Wenn wir die Wohnung tatsächlich kaufen, dann kriegt Herr Grabowski seine Vermittlungsprovision und gut ist. Entschuldige. Ja, Lichtenhagen? Ah, ja, wir sind gerade auf dem Weg zu Ihnen. Gesundheit. Ja. Ja, verstehe. Mhm. Nee, kein Problem. Gute Besserung. Ja, wir hören uns. Tschüss. Der Besitzer hat eine Erkältung mit Fieber. Wir müssen den Termin verschieben. Schade. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Du meinst, es ist ein Wink des Schicksals? Also, wir bleiben weiter im Hotel wohnen, du sortierst meine Stiefel weg, ich finde sie nicht wieder. Du, meine Aktennotizen. Was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Abend? Wir könnten ins Spa gehen. Hörst du das? Wir können auch tanzen. Du kannst nicht tanzen. Bist du krass. Ich glaube, du hast recht, ich kann nicht tanzen. Das wird ja schon schwindelig.
Ich empfehle das Tagesgericht. Gut. Ist nett hier. Ja, gerade richtig, um eine Wettschuld einzulösen. Hallo. Entschuldigung. Ich habe über meine Setzlinge im Gewächshaus völlig die Zeit vergessen. Das ist Dennis Grabowski, Edda Brückstedt, unsere Azubine in der Gärtnerei. Ich habe schon gehört. Der stärkste Mann der Welt. Mindestens. Ja. Edda vergisst mal das Essen vor lauter Lärm. Habe ich ihr gesagt, komm doch einfach mit? Ah, Sie sind natürlich eingeladen. Bitte. Nein, das ist nicht nötig. Doch, doch, doch. Dann eben anders. Also, ich wette um ein Abendessen, dass Sie auch 30 Mal meine selbstgebastelte Langhantel hochstemmen können. Hm? Wahrscheinlich nicht einmal. Ah, nun, dann habe ich die Wette verloren. Also, dann werde ich Sie jetzt einlösen. Bitte setzen Sie sich. Hallo, was darf ich Ihnen bringen? Oh, ja, ich nehme einfach das Tagesgericht. Mhm. Ja, ich das nehme ich auch und für den jungen Mann dasselbe. Und bitte, entschuldigen. Und für alle eine Flasche Mineralwasser. Ja, hm? Gerne. Schollenfilet. Ja, dann nehme ich auch bitte auch das Tagesgericht. Ah, Fisch geht gar nicht. Sorry, ich habe es gar nicht gelesen in der Karte. Ich habe mich ganz auf Ihre Empfehlung verlassen. Naja, das ist normalerweise auch gut so. Ja, lassen Sie sich Zeit. Suchen Sie sich was aus, bitte. Ja? Können Sie außer Fisch sonst noch was empfehlen? Pasta. Aber die mit Spinat und Prosciutto. Das ist ein Gedicht. Ja, sehr gut, sehr. Nehme ich. Lisa, danke. Und hier habe ich was für Sie. Kleine Gerichte, zu denen man nicht viel braucht. Oh. Für mich? Ja. Außer Tütensuppen ist da eigentlich alles drin. Danke, das ist echt nett von Ihnen. Ja, schön. Da ist kleine Inspiration. Stehst du auf Tütensuppen? Ja, bis gestern schon. Wenn Jansen mit seiner Stiftung Erfolg hat. Das wäre eine Katastrophe. Weißt du was? Lass uns was essen gehen, ich habe einen Tisch reserviert. Mir ist der Appetit vergangen. In dem Interview hat er behauptet, dass ich die neue Feuerwehrschule nur in Ortmissen will, um mich bei den Wählern beliebt zu machen. Ja, was nicht falsch ist. Ich meine, du willst Bürgermeisterin von Ortmissen werden, von da ins Rathaus. Dazu muss man was vorweisen. Jansen durchschaut dich, na und? Er hat mich als Person diskreditiert. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Sag mal, gehe ich dir auf die Nerven oder warum interessiert dich das alles nicht? Hm? Ach, entschuldige, ich hatte auch einen harten Tag. Mein Sohn, der will das Familienunternehmen verlassen. Ach, warum? Um auf eigenen Füßen zu stehen. Oder was weiß ich. Aber die Chancen, die du ihm bietest, kriegt er nirgendwo anders. Ja, sag ihm das. Also ich bezweifle allmählich, dass er überhaupt eine Hotelkarriere machen will. Jeder will beruflich vorankommen. Gibt es einen konkreten Anlass für seinen Sinneswandel? Er wirft mir vor, ihn zu bevormunden. Mhm. Und stimmt das? Hm. Na, dann entschuldige dich bei ihm. Wofür? Das ist doch egal, tu's einfach. Dann fühlt er sich ernst genommen. Hast recht. Söhne wollen ihre Väter immer besiegen. Mhm. Und Väter ihre Söhne beherrschen. Ich habe auch eine Idee für dich. Wenn Jansen sich als Wohltäter der Stadt aufspielt, solltest du das auch tun. Und wie? Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ach, jetzt kriege ich doch Hunger. Komm, lass uns essen. Okay. Mund aus den Wiesen. Oh, komm rein. Steiget. Der Weiße. Süß. Ja, wenn er denn mal schlafen würde. Nebel, Wunder. Ach, dafür habe ich zwei angeheiratete, erwachsene Töchter. Tja. Und einen Mann, der sich manchmal wie ein Kleinkind benimmt. Ach, schon vergessen. Ich war aber echt froh, als wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Oh. Im ersten Moment konnte ich ihm gar nicht böse sein. Ja, das verstehe ich. Und so einen Landeanflug segeln, das hätte auch nicht jeder hinbekommen. Ja, dafür liebe ich Jeff. Wenn es brenzlig wird, behält er die Nerven. Und sein Optimismus auch. Hm. Aber Fehler gibt er nicht gerne zu, hm? Nee, überhaupt nicht. Ich mag ihn trotzdem. Er ist ein Machertyp.
Der weiß, was er will. Ein bisschen unkonventionell. Ein texanischer Cowboy eben. Ja, nobody's perfect. Oh, entschuldige, möchtest du einen Tee? Oh, sehr gerne. Bedienst du dich? Danke. Schätzchen. Weißt du eigentlich, warum Gunther beim Tanzwettbewerb nicht mitmachen will? Ach, Tanzen ist für Gunther eher eine private Angelegenheit, glaube ich. Du kennst ihn ja, er steht nicht gerne im Rampenlicht. Vielleicht hat er einfach noch nicht die richtige Tanzpartnerin gefunden. Das kann durchaus sein. Hättest du nicht Lust, mit ihm anzutreten? Ach, ich weiß nicht, Sydney. Ich hab da schon einen Tanzpartner. Nee? Aber er wäre das perfekte Aushängeschild für die Charity. Er als angesehener Bürger und du als alteingesessene Unternehmerin? Na, vielen Dank. Alteingesessen? Ja. Hast du das gehört? Ich habe überhaupt gar keine Zeit. Ich nehme dir Kasper so lange ab, solange du trainierst. Kannst du gar nicht. Du bist doch gar nicht mehr lange da. Oh, stimmt. Komm zu mir. Wir würden die beiden richtig anfeuern. Stimmt's? Ja, ja. Also gut. Ja, ich frag Gunther, ob er mit mir antreten möchte. Oh, du würdest das tun? Naja, ist ja für einen guten Zweck. Ne? Aber viel Zeit zum Üben habe ich nicht. Oh, das ist toll. Stimmt's? Ja, mein kleiner Schatz. Wirklich gut, Torben. Aber jetzt schau mal hin. Mila! Im Café Neon auf Korfu war ich gefecht. Ja, das glaube ich dir. Du musst mich auch mal gewinnen lassen, sonst macht das keinen Spaß. So macht das Spaß. Oh, keiner zu Hause. Nein, 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 nein. Ja? Ja, gut. Ich gebe es weiter. Ja, tut mir leid. Ja, tschüss. Das war die Rezeption. Hm? Unsere Zimmernachbarn beschweren sich, weil du immer so laut Mühle rufst. Ich kann auch was anderes rufen. Ja. Kniffel, Schach, Elfmeter! Ach Mist, weißt du was? Mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Ich habe morgen einen Termin mit dem Steuerberater. Steuerberater? Ja. Du denkst jetzt an den Steuerberater? Ich muss die Belege noch raussuchen. Okay. Kann ich auch später machen. Hm? Warum liebe ich meinen Mann so? Weil er immer in Mühle verliert. Ein Spiel. Dann darfst du deine Steuer machen, ja? Okay. Okay. Mein Mann denkt an seinen Steuerberater, wenn er mit mir im Bett ist. Wie werde ich diesen Gedanken wieder losgehen? So, du bist dran. Steuerberater! Hey. So, jetzt kann ich. Sehr gut. Mein Espresso wird Sie umhauen. Ja, dann mal los. Ja. Danke nochmal für die Einladung. Ja. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, war wirklich ein sehr netter Abend. Besonders Edda Burgstedt, oder? So, hier, damit kennen Sie sich ja aus. Wann fahren wir morgen zum Baumarkt? Gleich um 8 Uhr, denke ich. Und wie lange, glauben Sie, brauchen Sie für die Schaukel? Ein paar Stunden bei mir zu Hause in der Werkbank, ein paar Stunden hier zum Aufstellen und Einbetonieren. Gut, zwischendurch, dann können Sie sich ja hier eine Kleinigkeit kochen. Hier, Fettuccine al Alfredo. Sieht lecker aus. Ja, Nudeln mit Butter und Sahne. Schmeckt und gibt Kraft. Ja, jetzt schauen Sie mal, was Sie brauchen. Salbei ist wichtig, den habe ich. Und hier, jetzt lesen Sie mir vor, was für Zutaten wir brauchen. Und ich schaue nach, ob ich alles habe. Vielleicht mag ich lieber eine Tütensuppe. Was? Oder was anderes. Ich soll Ihnen eine Schaukel bauen, Herr Lüde. Sie sind nicht mein Ernährungsberater. Ich wollte Ihnen was Gutes tun. Ich muss weg. The money has been transferred a week ago. Thanks. Bye. Arbeitest du noch? Ich habe die Zeitverschiebung nicht erfunden. Gibt's Probleme? Nein.
Ernstes? Wo warst du so lange? Bei Merle van Loon. Ach, ist sie noch sauer auf mich? Nein. Sie mag dich. Irgendwie. Sie meint, wir sollten uns nochmals bei der Freiwilligen Feuerwehr bedanken. Für ihren Einsatz gestern. Na, wieso? Ich habe die Landung allein sauber hinbekommen. Ja, aber wenn nicht, dann wären sie für uns da gewesen und hätten uns geholfen. Okay, dann schieben wir den Jungs noch mal eine Spende rüber. Nicht noch mal Geld. Ich würde das lieber mit etwas Fingerspitzengefühl machen. Fingerspitzengefühl. Ich liebe dieses Wort. Und du, du hast so viel davon. Ja, dafür kannst du besser mit der Faust auf den Tisch hauen. Ich geh ins Bett. Kommst du auch? Ich muss noch schnell eine Mail schreiben. Morgen. Morgen? Warst du schon spazieren? Ich war kurz bei den Pferden. Du hast es so schön hier. Unfassbar friedlich. So friedlich, dass man hin und wieder ein Rockkonzert einschieben muss, um es überhaupt aushalten zu können. Ja, danke. Der Abend mit Theo war super laut und super lustig. Aber ich kann beides genießen, die Ruhe und die Randale. Ich wollte nur guten Morgen sagen. Ja, morgen, Mathis, komm rein. Magst du einen Kaffee? Danke, nicht vom Laufen, aber so einen Saft hätte ich ganz gerne. Gut. Morgen, Frau Parker. Morgen. Danke. War ein ganz schöner Schreck gestern, nicht wahr? Was denn? Der beinahe Absturz? Oh, Ihr Vater und seine Frau wollten Sie wahrscheinlich nicht beunruhigen. Was ist passiert? Da fragen Sie lieber Ihren Vater selbst. Ich frage jetzt aber Sie. Gut. Bitte, was war los? Wir hatten gestern einen Einsatz am Flugplatz. Eine einmotorige Propellermaschine ohne Treibstoff drohte auf die Landebahn zu stürzen. Einzige Insassen, Ihr Vater und seine Frau. Und dann? Wir mussten nicht eingreifen. Er konnte die Maschine souverän landen. Aber das alles wäre nicht passiert, hätte er einen ordentlichen Übernahmecheck gemacht. Er ist einfach so losgeflogen? Aus Versehen mit Frau Van Loons Maschine, deren Tankanzeige kaputt ist. Typisch Jeff. Was wäre das Leben ohne Gefahr? Wenn er sein eigenes Leben gefährdet, ist die ganze Aktion einfach nur leichtsinnig. Wenn andere involviert sind, dann wird's kriminell. Er ist einfach unbelehrbar. Ja. Ich muss doch mal wieder los. Danke für den Saft. Ach, übrigens, ich habe mit Anja gesprochen. Sie bedauert es sehr, dass sie nicht zum Jubiläumsessen kommen konnte. Aber sie hätte gerne ein paar Fotos. Ja, ich ziehe dir welche auf den Stick. Alles klar, danke. Bis dann, ne? Tschüss. Dein Vater liebt es also riskant. Und wenn es gefährlich wird, dann macht's auch nichts. Guten Morgen, Herr Militzer. Wir sind uns gestern im Büro Ihres Vaters kurz begegnet. Erinnern Sie sich? Guten Morgen. Was können wir für Sie tun? Wie Sie vielleicht wissen, liegt mir die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr sehr am Herzen. Ich habe gelesen, dass Sie die Feuerwehrschule nach Ochmissen verlegen wollen. Das ist keine gute Idee. Inzwischen ist mir klar geworden, dass die Schule die Anbindung an die Wache braucht. Und die Wache ist hier und hier soll sie natürlich auch bleiben. Ich wurde bei meinem Vorstoß schlecht beraten. Und ich habe einfach keine Ahnung von dem Alltag und den Bedürfnissen der Einsatzkräfte. Und jetzt wollen Sie sich ein Bild vor Ort machen. Setzen Sie sich doch. Hier? Ja. Ich unterstütze die Jugendfeuerwehr in Ochtmis mit Geld und Sachspenden. Ich mache aber keinen großen Bohai darum und deshalb steht es nicht in der Presse. Sie meinen wie der Oberbürgermeister? Das haben Sie gesagt. Ich denke jedenfalls, als Kommunalpolitiker sollte man sich auskennen. Und wenn das nicht der Fall ist, hat man zwei Möglichkeiten. Man gibt es zu oder man ändert es. Sie tun beides, finde ich gut. Ich kann Ihnen einiges erzählen, aber
Wäre es nicht besser, Sie besprechen das mit unserem Chef, Herrn Segert? Ja, das will ich auch noch. Aber ehrlich gesagt wäre mir persönlich es am liebsten, wenn mir die Situation von einem Ehrenamtlichen geschildert wird. Verstehe. Was bringt so jemanden wie Sie dazu, sich nebenberuflich für die Feuerwehr zu engagieren? Wo liegen die Schwierigkeiten? Das will ich wissen. Ich habe gerade einen Kaffee aufgesetzt. Wollen Sie auch einen? Gern. Morgen. Guten Morgen. Frische Brötchen. Und Croissants. Danke. Ja, ich weiß doch, was du magst. Gib Lilly einen Kuss von mir, ja? Bis dann. Warte mal. Ich habe was für dich. Ich wollte dir was zeigen. Was denn? Ja. Die Anzeige habe ich im Internet gefunden. Hm? Ist das nicht so eine Maschine, wie du sie hattest? Die ist viel besser. Wie du suchst nach Motorrädern. Ich? Nein. Guck mal auf den Preis. Ja, es ist super günstig. Also für den, der es hat. Ich könnte dir was leihen. Nee, du, das ist echt ganz nett von dir, aber... Weißt du, ich könnte mir ja auch wieder einen Vollzeitjob suchen. Dann hätte ich das Geld, um auf ein Motorrad zu sparen. Aber keine Zeit mehr für Lilly. Ja, und das ist es mir eben nicht wert. Ah, warte. Danke. Was ist denn mit deinen Rücklagen? Ach, sie sind alle für die Panamericana-Tour draufgegangen. Und was ist mit der Versicherung? Naja, die zahlte nur den Wiederbeschaffungswert der verbrannten Sachen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel einen neuen, Laptop kaufen will, dann muss ich kräftig draufzahlen. Die Klinik will neue Computer anschaffen. Ich könnte doch mal fragen, ob sie da vielleicht für dich noch... Nein, wirklich. Ich komme zurecht. Ich kann vielleicht keine großen Sprünge machen, aber ich bin zumindest schuldenfrei. Und das bedeutet mir eine ganze Menge. Gut. Aber du könntest mir tatsächlich aushelfen. Ich habe keine Milch mehr. Warum frühstückst du nicht mit uns? Okay. Geh kurz duschen. Und bin gleich zurück. Hattest du gar keine Angst? Natürlich. Aber ich vertraue Jeff. Vertrauen ist gut. Gunther, bitte. Versprichst du mir bitte, dass du in Zukunft besser auf dich aufpasst? Du hörst dich an wie mein großer Bruder. Und daran muss ich mich erst gewöhnen. Schade, dass ich Herrn Segert verpasst habe. Ich muss mich noch bei ihm und seiner Truppe bedanken. Das wird langsam zur Gewohnheit. Ich bin auf dem Weg zur Wache. Also, wenn du willst, kannst du mich gerne begleiten. Oh ja, gerne. Das sind die Fotos von unserem Jubiläumsessen für unsere Cousine Anja. Du hörst lateinamerikanische Musik? Ich dachte, du bist Jazzfan. Sentimentale Erinnerung. Du warst mit einer Latina zusammen und kannst nicht tanzen? Sag mal, wer sagt denn, dass ich nicht tanzen kann? Auf deiner Hochzeit. Schon vergessen? Ja, ja. Walzer, rechtsrum Pendelschritt. Der Profi dreht linksrum. Es gehören immer zwei dazu. Ach, jetzt sind die Frauen schuld. Es hat sich noch keine Frau beschwert, dass ich auf die Füße getreten wäre, die irgendwann mal in ihrem Leben einen Tanzkurs besucht hat. Umso erstaunlicher, dass du beim Tanzwettbewerb deines Freundes Thomas nicht teilnehmen willst. Ich bin fertig, wir können. Oh, da hat sich der Herr ein Frühstück aufs Zimmer bringen lassen. Ja. Und der Herr hat dir sogar was übrig gelassen. Wie läuft's im Carlas? Gut. Ah, Mist. Steuerberater? Ja, in 5 Minuten. Wo ist mein Hemd? Im Bad. Und meine Krawatte, hier findet man ja wirklich gar nichts. Ah, danke. Schade, dass du nicht bleiben kannst. Ja. Warte mal. Ja, Lichtnagen hier. Ich wollte nur sagen, dass ich mich ein bisschen... Nein, eigentlich wollte ich sagen, dass wir unseren Termin nach hinten verschieben müssen. Ja, mir ist was dazwischen gekommen. Tut mir leid, ich melde mich wieder. Tschüss.
Aha. Ich wusste ganz genau, dass bei dem Frühstück irgendetwas fehlt. Aber jetzt weiß ich was. Ja, das ist mein später Triumph über den Steuerberater. Oh, Timo hat übrigens angerufen. Oh. Sein neues Spiel ist marktreif und er plant eine Kampagne zur Markteinführung. Wow. Na, Beharrlichkeit zahlt sich eben aus. Hat er genügend Kapital? Das ist das Problem, aber ich kann ihm keins geben, wegen dem Kauf unserer Wohnung. Aber wenn dein Sohn Hilfe braucht, dann geht das doch vor. Vielleicht kann ich ja einen kleinen Kredit aufnehmen. Sag mal, man muss da eigentlich in der Küche sein. Einer Stunde? Und dann sollten wir vielleicht nicht über Geld reden. Oh, sind da nur die Fotos von der Jubiläumsfeier drauf? Nein, es gibt ein Unterverzeichnis und das heißt... Sag mal, willst du die nicht selber auf den Rechner ziehen? Ist vielleicht das Beste. Ach so, sagst du Anja bitte Bescheid. Sie ist jederzeit auf dem Gut. Herzlich willkommen. Ja, natürlich. Möchte jemand von euch ein Wasser? Ja, gern. Ja, gern. Sie verstehen sich gut mit Ihrer Ex-Frau? Das ist beneidenswert. Doch, wissen Sie, ich bin nicht so der Typ für Rosenkriege. Und Anja zum Glück auch nicht. Sind Trennungen nicht immer schwierig? Anja und ich mussten erstmal einen neuen Umgang miteinander finden. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, wie wichtig wir uns sind. Als Freunde, nicht als Partner. Ja, ihr habt Respekt voreinander. Das ist entscheidend. Meine Trennungen waren immer dramatisch und endgültig. Schluss aus, ich will dich nie wiedersehen. Das klingt anstrengend. Ja, daran war ich nie unschuldig. Ich glaube, die Kunst ist, sich nicht auf seine eigenen Enttäuschungen zu konzentrieren, sondern sich auf das Neue zu freuen. Ja, soweit die Theorie. Klappt auch nur, wenn beide mitmachen. Sag mal, du hörst dich an wie ein Eheberater. Ich hatte einfach nur großes Glück mit Anja. Ja, und sie mit ihm. Soll ich die Bilder direkt auf dem Desktop speichern? Ja, bitte. So, und da Sie jetzt schon mehrfach unsere Dienste in Anspruch genommen haben, würde ich Ihnen gerne die Wache zeigen. Ich habe gleich einen Telefontermin, aber ich würde gerne erfahren, was ich für die Feuerwehr tun kann. Als kleines Dankeschön für Ihren Einsatz. Das ist wirklich nicht nötig, danke. Doch, ich möchte gerne erfahren, ob irgendwas fehlt. Ob mein Mann und ich noch mal spenden können. Die Kaffeemaschine ist kaputt zum Beispiel. Gut, auf sowas habe ich gehofft. Wie sieht's denn aus mit der Feuerwehrschule? Oh, sehr gut. Es fehlt zwar noch ein wenig Geld, aber das soll ja durch die Öffentlichkeitsarbeit reinkommen. Der Tanzwettbewerb. Ja, genau. Und noch ein paar andere Aktionen. Hoffentlich findet Herr Jansen ein prominentes Gesicht, mit dem er für seine Veranstaltung werben kann. Da bin ich ganz sicher. Oder wie siehst du das? Ja. Ja. Bis auf Weiteres treffe ich hier die Entscheidung. Nein, mein Sohn ist... Mein Sohn hat sich freigenommen. Ach, gut, dass du kommst. Wir müssen reden. Ich wollte nur meine Sachen holen. Patrick, ich habe nachgedacht. Ich verstehe jetzt, was du meinst. Ja, es tut mir leid. Ich werde mich in Zukunft beherrschen. Gut. Aber an meiner Entscheidung, unsere Zusammenarbeit zu beenden, ändert das nichts. Das ist dir klar. Bitte? Du dachtest, mit einer Entschuldigung ist das Thema erledigt? Ja, was willst du denn sonst noch? Du hast nichts verstanden. Wir können nicht kleiner Chef und großer Chef spielen und gleichzeitig auch Familie machen. Aber das kann man nicht trennen. Warum nicht? Ja, wie stellst du dir das vor? Dass wir zusammen Handball spielen und so tun, als wäre alles in Ordnung? Das ist doch Quatsch. Papa, wir können es wenigstens versuchen. Ach, du bist und bleibst mein Sohn. Ob du willst oder nicht. Beim Training, zu Hause, im Hotel oder sonst wo. Dann ist es wohl das Beste, wir legen auch das Training erstmal auf Eis. Du, wenn du jetzt gehst, dann kommst du später nicht angekrochen. Am besten, wir gehen uns ganz aus dem Weg, bis du weißt, was du willst. Ich weiß, das hier ist nur eine Aufwandsentschädigung, aber bei der Feuerwehr wird man nun mal nicht wirklich reich. Nein, nein, das ist völlig okay. Es geht mir nicht ums Geld. Es wäre schön, wenn zumindest ein bisschen was hängen bleibt. Ja, ein bisschen schon. Aber das ist ja auch kein Fulltime-Job für dich hier. Ja, das könnte ich meiner Tochter auch nicht antun. Ah, übrigens, Lilly hat sich total über den Helm gefreut. Und wir haben gestern gleich noch brennendes Zelt gespielt. Sie war dabei die Einsatzleiterin. Ja, süß. Ja. Wir organisieren übrigens den Tag der Jugendfeuerwehr. Habe ich dir schon davon erzählt? Patrick sagte gestern sowas. Wann denn? Sobald die Organisation steht. Dann sollte ich mich beeilen, die Elektrik hier auf Vordermann zu bringen.
Ja, ich habe gesehen, dass du dich schon fleißig um unsere Beleuchtungselemente gekümmert hast. Oh, das dringst du zuerst, dachte ich. Nach meiner Prioritätenliste kommen jetzt die Pumpen und danach die mobilen Stromaggregate. Und die ganze Haustechnik, würde ich sagen, zum Schluss. Sehe ich genauso. Perfekt. Ich bin echt froh, dass ich dich an Bord habe. Ach, und wenn beim Einsatz was kaputt geht oder ausfällt, ja, ruf mich an. Ich helfe, wirklich jederzeit, gern. Das ist genau der Einsatz, den wir hier brauchen. Klasse. Oh. Also die Getränkebestellung ist schon raus, ja? Sonst noch was? Alles klar. Nur eins ist komisch. Ich habe gestern Abend frische Geschirrtücher hinter den Tresen gelegt. Die sind weg. Wie weg? Verschwunden. Naja, vielleicht hat Frau da Silva sie ja mitgenommen und sie in die Wäsche getan. Hm? Gefaltete Geschirrtücher? So, der Mittagstisch für Theo steht in der Kühlkammer, nicht im Kühlschrank. Und ich fahre jetzt mit Frau Schürmann in den Großmarkt. Mhm. Super. Die Tücher tauchen bestimmt wieder auf. Sicher. Na. Was sagt denn dein Steuerberater? Dass es eine gute Idee wäre, noch dieses Jahr eine Wohnung zu kaufen. Und dass er auch ganz gerne mit seiner Frau im Bett frühstückt. Wie, das hast du ihm erzählt? Naja, wir kennen uns seit 20 Jahren. Also ich kriege keinen günstigen Kredit von meiner Bank. Aber ich werde noch mal im Internet schauen. Ah, lass das mal. Ich habe mich entschieden, Timo sein Erbe jetzt schon auszuzahlen. Du hast meinen Sohn in deinem Testament bedacht? Ja. Er ist für mich wie ein eigener Sohn. Und er braucht das Geld jetzt und nicht irgendwann. Hm? Oh, Entschuldigung. Ja, Lichtenhagen? Hallo zusammen. Hey, Bernhard, wie geht's dir? Gut, danke. Ich brauche einen schönen Blumenstrauß. Für welchen Anlass? Der Anlass heißt Britta und der Grund ist einfach so. Was für ein schöner Grund. Wie wär's denn mit den Feuerlinien? Das ist ja großartig. Du, das passt perfekt. Ich bin jetzt nämlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ach, wie kommt's? Als Elektriker. Ja, der neue Chef hat mich gefragt. Und ich wollte immer schon mal Feuerwehrluft schnuppern. Ja, du, der Mathis Segert bringt richtig Schwung in den Laden. Ja, der Meinung bin ich auch. Ach so. Ich dachte eher, du und Jeff, ihr bringt Schwung in die Feuerwehr. Ja, ihm geht's vor allem um die Nachwuchsförderung. Ja, er geht mit Vorträgen an Schulen. Und jetzt plant er sogar einen Tag der Jugendfeuerwehr. Jugendfeuerwehr? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas in Lüneburg überhaupt haben. Ja, darum rührt Mathis jetzt ja die Werbetrommel. Ich find's jedenfalls ziemlich cool, Teil seines Teams zu sein. Herr Segert scheint dich ja mächtig zu beeindrucken. Oh, der wird Britta gefallen. Ja? Ja. 60 Euro? 30? 50, weil du es bist. Dankeschön. Danke. Grüß schön. Ja, mach ich. Soll sich mal wieder melden. Schönen Tag zusammen. Tschüss. Und weißt du, was ich jetzt tue? Ich statte Gunther einen Besuch ab und frage ihn. Wäre doch gelacht, wenn ich ihn nicht zum Tanzen bringen könnte. Edda! Sie müssen doch irgendwas gesagt haben, dass Dennis verletzt hat. Ich wüsste nicht, was. Ich habe nach Zutaten fürs Mittagessen gesucht, damit er sich was kochen kann. Vielleicht gehen Sie ihm mit dem Essensthema auf die Nerven. Aber deswegen muss er doch nicht gleich an die Decke gehen, ja? Und das Kochbuch, das ich ihm geschenkt habe, das hat er auch liegen lassen. Natürlich unhöflich. Ja, ja. Was ist? Ich habe das Gewinnspiel bei Biomärtens gewonnen. Ja, gratuliere. Sagen Sie, haben Sie nicht Lust, mich auf den Flamenco-Abend zu begleiten? Ja, die Tänzer, die hier gerade gastieren, die sollen sehr, sehr gut sein. Ach, bleiben Sie mir vom Acker mit Ihrem Flamenco. Und das ist mir auch wieder sehr unhöflich. Ja, entschuldigen Sie, aber ich ärgere mich einfach über Dennis. Ich dachte, der ist so ein unkomplizierter junger Mann. Das war er bisher doch auch. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Aber er ist sehr fleißig. Kann man nicht sagen. Stimmt. Ja, als vorzeitiges Erbe. Timo, davon habe ich auch nichts gewusst. Ja, deswegen habe ich ihn geheiratet. Der Torben ist ein toller Mann. Ja, gut. Das richte ich ihm aus, Timo. Tschüss. So, und jetzt noch 14. Carla, der Mittagstisch ist ja da drin. Das kann sein. Carla, der Mittagstisch. Ja. Da? Die habe ich hinterm Tresen gefunden. Also meine ist das nicht. Könnte sein, dass das, könnte sein, dass das meine ist. Wenn ich sie so ganz genau, ich weiß auch nicht. Wie kommt die hinter den Tresen? Ja, das weiß ich nicht.
Naja, vielleicht ist sie dir aus der Jacke gefallen. Alles ist möglich. Ja, kann sein. Wenn du anfängst, Unterhosen hinter meinem Tresen zu verlieren, gibt's Ärger. Mensch, Carla, das riecht aber gut. Ja, willst du mal probieren? Ja, sehr gerne. Das sieht heiß, ne? Na? Carla, das ist völlig versalzen. Was? Ja. Den muss ich neu ansetzen. Ist, glaube ich, auch. Wie heißt denn der Kerl? Wer was? Naja, an den du verknallt bist. Ich bin nicht verknallt, ich bin verheiratet. Ja, ja. Ja, bitte? Störe ich? Nein. Du überhaupt nicht. Komm rein. Was verschafft mir das Vergnügen? Hm? Ach, ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich sehe mal nach dir. Möchtest du einen Kaffee? Gerne. Setz dich. Und wie läuft's in der Gärtnerei? Ja, das Übliche. Viel zu tun. Wenn ich abends zuschließe, bin ich froh, endlich meine Ruhe zu haben. Einerseits. Und andererseits? Ach, ist mir manchmal ein bisschen langweilig. Ja, gestern Abend wäre ich fast vor Kaspar eingeschlafen. Dabei war ich gar nicht so müde. Ich finde, du musst einfach mal wieder mehr unter Leute. Du, da ist was Wahres dran. Oder wir sollten vielleicht mal zusammen was essen gehen. Hm. Essen? Vielleicht was anderes. In Hamburg hat eine neue Oper Premiere. Ach, da sitzt man doch auch nur rum. Ich brauche ein bisschen Bewegung. Das kenne ich. Ehrlich? Ja. Ja, ich würde ja glatt mit Thomas an diesem Tanzwettbewerb teilnehmen, aber er kann ja leider nicht als Schirmherr. Ja, und mit irgend so einem x-beliebigen Kerl aufs Parkett, das ist nicht mein Ding. Ja, dabei würde ich wirklich gerne teilnehmen. Also, wenn dir so viel daran liegt, bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Ich könnte Matthias Segert fragen, ob er Lust hat, mit dir anzutreten. Das ist ein ausgezeichneter Tänzer. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Na? Laufen die Vorbereitungen für den Jugendfeuerwehrtag? Ach, Sie haben davon gehört? Ja, ich habe Herrn Berger getroffen und er schwärmt in den höchsten Tönen von Ihrem Engagement. Ja, jetzt müssen nur noch alle bei der Veranstaltung mitmachen. Ja, wenn Sie Unterstützung brauchen, dann... Würden Sie backen und den Kuchen vor Ort verkaufen? Wenn, dann Waffeln, die kann ich gut. Perfekt. Entschuldigung. Ah, das ist Anja. Sie bedankt sich für die Fotos. Kennen Sie Anja eigentlich? Immerhin sind Sie Cousinen. Nein, zu diesem Teil der Familie hatte ich leider keinen Kontakt. Gunther lerne ich ja auch erst jetzt richtig kennen. Besser spät als nie. Das ist wohl wahr. Ich muss jetzt. Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? Ich muss noch meinen Innendekorateur in New York erreichen. Aha. Ich dachte, in New York ist es gerade mitten in der Nacht. Der ist, Frühaufsteher. So, so. Na, dann vielleicht ein andermal. Mir ist ein Termin geplatzt. Wir haben jetzt nicht, ich habe die Soße versalzen. Was? Das ist ja ewig nicht mehr passiert. Na gut, dass das Henry nicht mitbekommen hat. Ist die Chefköchin etwa umkonzertiert? Ja, und das ist allein deine Schuld. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Was sagst du? Ich habe für die fragliche Kochzeit ein Alibi. Die fragliche Zeit, das sind die letzten 5 Jahre, in denen wir zusammen sind. Was? Ich verstehe dich gerade nicht. Muss ich mir Sorgen machen? Tom, nicht nagen. Ich hab mich noch mal ganz neu in dich verliebt.
Ich stelle dir gerade meine Liebe und das Einzige, was du sagen kannst, ist Nein. Also im zweiten Teil wiederholst du dich gerade. Wie machst du das nur? Selbst nach 5 Jahren zauberst du mir immer noch Schmetterlinge in den Bauch. Bitte. Danke. Ich muss in die Gärtnerei. Vielleicht hat Edda auch Lust, mich zu begleiten zum Flamenco-Abend. Hannes, reden Sie mit ihm. Ihr arbeitet den ganzen Tag zusammen. Da könnt ihr euch nicht nur anschweigen. Er hat sich zurückgezogen. Also muss er auf mich zukommen. Aber Sie haben die Weisheit des Alters, Herr Lüder. Na, kommen Sie voran? Mhm. Aber ich habe was Komisches gefunden. Nicht bewegen! Das ist eine Bombe. Mal ehrlich, wer genau hat von dir verlangt, dass du mit ihr an diesem Tanzwettbewerb teilnimmst? Hm? Merle. Ja, aber ihr seid doch befreundet. Ich meine, du kannst sie doch nicht einfach abschieben. Abschieben klingt so negativ. Außerdem, du bist der bessere Tänzer. Jeff und ich müssen spätestens übermorgen zurück nach New York. Wie bitte? Aber das geht doch nicht. Herr Siegert hat dir das Leben gerettet. Und jetzt willst du ihn mit seinen Waffeln im Stich lassen? Die gesamte Laubenkolonie wurde evakuiert. Warum das denn? Eine Bombe. Die müssen Hannes und Dennis gefunden haben. Beim Graben für die Schaukel. Oh je, also, da muss ich jetzt hin. Ja. Hm. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Es muss doch... Da, nee, da... Mhm. Halt mal. Nee, dein Zelt ist fertig. Lass Papa mal machen. So. Also beim Eignungstest für die Feuerwehr wärst du durchgefallen. Ja, die suchen ja auch einen Elektriker und keinen Campingwart. Wo ist denn die Anleitung? Damit die Rechtsfähigkeit einer Stiftung anerkannt wird, muss die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert sein. Das trifft auf die Bürgerstiftung der Feuerwehr zu. Dann steht also der Stiftungsgründung nichts mehr im Wege und du kannst den Vorvertrag für das Gebäude gegenüber der Feuerwehr... Lilly? Komm mal schnell! Ich glaube, mein Helm ist eingelaufen. Lilly ist im Garten. Ist unter die Feuerwehrmänner gegangen? Herr Segert hat mich gefragt, ob ich bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen will. Aha. Auf Stundenbasis. Wie auf Stundenbasis? Das ist doch sowieso ein Ehrenamt, oder nicht? Naja, ich bin einer der ganz wenigen, der bezahlt wird. Okay, was sollst du dann da machen? Ja, sucht jemanden für die Wartung der elektrischen Anlagen. Aha. Naja, ich könnte das Extrageld gut gebrauchen. Das Jahr mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist ja leider rum. Das ist doch prima, wenn das nicht mit deinem Job für die Windwald AG kollidiert. Nee, ist ja nur eine halbe Stelle. Da sehe ich kein Problem. Und du hast dir auch was zum Spielen gekauft? Ich find's toll, dass du dich da engagierst. Aber pass auf, dass du genug Zeit für Lilly findest, ja? Sie freut sich immer so, wenn sie mit dir die Zeit verbringen kann. Das geht mir doch ganz genauso. Und daran wird sich auch überhaupt nichts ändern. Hallo? Hallo.
Darf ich mitspielen? Wache aufsetzen. Ach, ich dachte, dir fehlen noch 100.000 Euro. Oder haben deine spendablen Unternehmer noch mal nachgelegt? Nein, aber deshalb bin ich so froh, dass der Eigentümer sich auf einen Vorvertrag einlässt. So habe ich die Immobilie sicher und kann in Ruhe die fehlenden Gelder einsammeln. Ich mache dir den Vorvertrag fertig. Gut, dass Herr Segert das Gebäude gegenüber der Wache entdeckt hat. Besser geht's nicht für die Feuerwehrschule. Ah, winken und lächeln. Sie nennen mich eine Populistin? Herr Falkenstein, setzen Sie sich doch. Ihr Interview in der Nord-Ostsee-Zeitung ist voll unhaltbarer Unterstellungen. Was meinen Sie? Im Gegensatz zu Ihnen sorge ich mich um die Steuerbelastungen der Bürger. Sorgen ist gut. Handeln ist besser. Kennen Sie schon meine Bürgerstiftung? Bitte? Die BFL, Bürgerstiftung der Feuerwehr in Lüneburg. Die sammelt das fehlende Geld für den Aufbau der Feuerwehrschule ein. Und zwar ohne einen Cent Steuergelder. Das ist ja lächerlich. Mit dem Klingelbeutel durch die Kommune ziehen. Das hat inzwischen wie viel Prozent? 50. 50% des fehlenden Kapitals eingebracht. Gestiftet von engagierten Unternehmern. Die damit? Damit wir privat normal miteinander umgehen können. Wir haben völlig unterschiedliche Auffassungen davon, wie man ein Hotel leitet. Da soll ich jetzt jedes Wort, das ich an meine Mitarbeiter richte, vorher mit dir absprechen, oder wie? Wenn du anderer Meinung bist, gut, dann sag mir das. Aber deswegen schmeißt man nicht gleich hin. Darum geht es nicht. Du bist nicht irgendein Vorgesetzter. Ja, ich bin dein Vater. Wo ist das Problem? Dass wir in diesem Arbeitsverhältnis niemals auf Augenhöhe sein werden. Das bin ich mit meinen Angestellten auch nicht. Ich bin Chef. Punkt. Wenn du mit deinen anderen Hoteldirektoren diskutierst, geht's dir nur um die Sache. Mich willst du immer auch erziehen. Mitarbeiterführung ist ein komplexes Thema. Weißt du, andere zahlen viel Geld für die Weiterbildung. Du bekommst das hier alles gratis. Ich will meine Mitarbeiter nicht so behandeln wie du. Ich bin Teamplayer. Ich setze auf Motivation statt Druck. Hör auf zu träumen. Dein tolles Team, das pinkelt dir bei der ersten Gelegenheit ans Bein. An der Spitze ist es nun mal einsam, Patrick. Mensch, beim Handball, da bist du doch auch ein Kämpfer. Hier eine Finte, da ein Konter. Das ist in der Geschäftswelt nichts anderes. Ich bin jederzeit für einen Fight auf dem Handballfeld zu haben. Aber beruflich führt das mit uns nirgendwo hin. Auf dich kann ich mich immer verlassen. Normalerweise ist der Ausfall von einem Triebwerk überhaupt kein Problem, es sei denn, man hat nur eins. Rücken ab! Es nicht. Was haben Sie sich denn da gedacht? Das ist meine Maschine. Ach, Ihr Flugzeug? Ja. Ja, das wusste ich nicht. Das war das Einzige, das vor dem Hangar stand. Ja, da steigen Sie einfach ein? Ohne Übergabe? Bei jedem Leihwagen gibt es eine Übergabe. Der Mann vom Charter war nicht da. Es war überhaupt niemand da, den ich hätte fragen können. Die Tankanzeige ist defekt. Ja, das haben wir auch bemerkt. Entschuldigen Sie, es war ein Missverständnis. Ich bezahle Ihnen den Rundflug, einen vollen Tank und natürlich spendiere ich Ihnen eine neue Tankanzeige. Darum geht's doch gar nicht. Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr da heil runtergekommen seid. Du schmeißt mir den Direktorenposten vor die Füße? Patrick, wir sind eine Familie. Bedeutet dir das gar nichts? Natürlich. Darum beende ich ja die Zusammenarbeit. So, dann werde ich Sie jetzt einlösen. Bitte setzen Sie sich. Was darf ich Ihnen bringen? Oh, ja, ich nehme einfach das Tagesgericht. Mhm. Ja, ich, das nehme ich auch und für den jungen Mann dasselbe. Und Entschuldigung. Und für alle eine Flasche Mineralwasser. Ja, gerne. Schollenfilet. Ja, dann nehme ich auch bitte auch das Tagesgericht. Fisch geht gar nicht. Sorry, ich habe es gar nicht gelesen in der Karte. Ich habe mich ganz auf Ihre Empfehlung verlassen. Naja, das ist normalerweise auch gut so. Ja, lassen Sie sich Zeit. Suchen Sie sich was aus, bitte. Ja? Können Sie außer Fisch sonst noch was empfehlen? Pasta. Aber die mit Spinat und Prosciutto. Das ist ein Gedicht. Ja, sehr gut, sehr. Nehme ich. Alles klar, danke. Und hier habe ich was für Sie. Kleine Gerichte, zu denen man nicht viel braucht. Ja. Für mich? Ja. Außer Tütensuppen ist da eigentlich alles drin. Danke, das ist echt nett von Ihnen. Ja, als kleine Inspiration. Stehst du auf Tütensuppen? Ja, bis gestern schon. Wenn Jansen mit
mit seiner Stiftung Erfolg hat. Das wäre eine Katastrophe. Weißt du was? Lass uns was essen gehen. Ich habe einen Tisch reserviert. Mir ist der Appetit vergangen. In dem Interview hat er behauptet, dass ich die neue Feuerwehrschule nur in Ortmissen will, um mich bei den Wählern beliebt zu machen. Ja, was nicht falsch ist. Ich meine, du willst Bürgermeisterin von Ortmissen werden, von da ins Rathaus. Dazu muss man was vorweisen. Jansen durchschaut dich, na und? Er hat mich als Person diskreditiert. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Sag mal, gehe ich dir auf die Nerven oder warum interessiert dich das alles nicht? Hm? Ach, entschuldige, ich hatte auch einen harten Tag. Mein Sohn, der will das Familienunternehmen verlassen. Ach, warum? Um auf eigenen Füßen zu stehen. Oder was weiß ich. Aber die Chancen, die du ihm bietest, kriegt er nirgendwo anders. Ja, sag ihm das. Weißt du, ich bezweifle allmählich, dass er überhaupt eine Hotelkarriere machen will. Jeder will beruflich vorankommen. Gibt es einen konkreten Anlass für seinen Sinneswandel? Er wirft mir vor, ihn zu bevormunden. Mhm. Und stimmt das? Hm. Na, dann entschuldige dich bei ihm. Wofür? Das ist doch egal, tu's einfach, dann fühlt er sich ernst genommen. Hast recht. Hm. Söhne wollen ihre Väter immer besiegen. Mhm. Und Väter ihre Söhne beherrschen. Ich habe auch eine Idee für dich. Wenn Jansen sich als Wohltäter der Stadt aufspielt, solltest du das auch tun. Und wie? Da gibt's verschiedene andererseits. Ist mir manchmal ein bisschen langweilig. Ja, gestern Abend wäre ich fast vor Kaspar eingeschlafen, dabei war ich gar nicht so müde. Ich finde, du musst einfach mal wieder mehr unter Leute. Du, da ist was Wahres dran. Oder wir sollten vielleicht mal zusammen was essen gehen. Hm. Essen? Vielleicht was anderes. In Hamburg hat eine neue Oper Premiere. Ach, da sitzt man doch auch nur rum. Ich brauche ein bisschen Bewegung. Das kenne ich. Ehrlich? Ja, ich würde ja glatt mit Thomas an diesem Tanzwettbewerb teilnehmen, aber er kann ja leider nicht als Schirmherr. Ja, und mit irgend so einem x-beliebigen Kerl aufs Parkett, das ist nicht mein Ding. Ja, dabei würde ich wirklich gerne teilnehmen. Also, wenn dir so viel daran liegt, bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Ich könnte Matthias Segert fragen, ob er Lust hat, mit dir anzutreten. Das ist ein ausgezeichneter Tänzer. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, hallo. Hallo. Na, laufen die Vorbereitungen für den Jugendfeuerwehrtag? Ach, Sie haben davon gehört? Ja, ich habe Herrn Berger getroffen und er schwärmt in den höchsten Tönen von Ihrem Engagement. Ja, jetzt müssen nur noch alle bei der Veranstaltung mitmachen. Ja, wenn Sie Unterstützung brauchen, dann... Würden Sie backen und den Kuchen vor Ort verkaufen? Wenn, dann Waffeln, die kann ich gut. Perfekt. Entschuldigung. Ah, das ist Anja. Sie bedankt sich für die Fotos. Kennen Sie Anja eigentlich? Immerhin sind Sie Cousinen. Nein, zu diesem Teil der Familie hatte ich leider keinen Kontakt. Gunther lerne ich ja auch erst jetzt richtig kennen. Besser spät als nie. Das ist wohl wahr. Ich muss jetzt. Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? Ich muss noch meinen Innendekorateur in New York erreichen. Aha. Ich dachte, in New York ist es gerade mitten in der Nacht. Der ist Frühaufsteher. So, so. Na dann, vielleicht ein andermal. Mir ist ein Termin geplatzt. Die haben jetzt nicht, ich habe die Soße versalzen. Was? Das ist ja ewig nicht mehr passiert. Na gut, dass das Henry nicht mitbekommen hat. Ist die Chefköchin etwa umkonzentriert? Ja, und das ist allein deine Schuld. Ich habe überhaupt die Feuerwehrschule. So, winken und lächeln. Sie nennen mich eine Populistin? Herr Falkenstein, setzen Sie sich doch. Ihr Interview in der Nord-Ostsee-Zeitung ist voll unhaltbarer Unterstellungen. Was meinen Sie?
Im Gegensatz zu Ihnen sorge ich mich um die Steuerbelastungen der Bürger. Sorgen ist gut, handeln ist besser. Kennen Sie schon meine Bürgerstiftung? Bitte? Die BFL, Bürgerstiftung der Feuerwehr in Lüneburg. Die sammelt das fehlende Geld für den Aufbau der Feuerwehrschule ein. Und zwar ohne einen Cent Steuergelder. Bisher lächerlich. Mit dem Klingelbeutel durch die Kommune ziehen. Das hat inzwischen wie viel Prozent? 50. 50% des fehlenden Kapitals eingebracht. Gestiftet von engagierten Unternehmern. Die damit Steuern sparen wollen. Gewiss, die sich ja verpflichtet haben, die Steuerersparnis Jahr für Jahr der Stiftung zukommen zu lassen. Interessant. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Stiftung kennenlernen wollen, dann besuchen Sie doch unser Charity-Event. Da sind alle Unterstützer, übrigens auch Ihre Ortsvorsteherkollegen. Und warum weiß ich davon nichts? Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten. Die hatten mehr Glück als Verstand. Eine seitliche Windböe und dieser durchgeknallte Texaner hätte die Kontrolle über sein Flugzeug verloren. Texaner? Kennst du den Typ? Ja, flüchtig. Er ist der Ehemann der Frau, die ich aus dem brennenden Schuppen gerettet habe. Die scheint ein ziemlich gefährliches Leben zu führen. Und anstatt ihm nach der Landung die Leviten zu lesen, lobt sie ihn auch noch für seine tolle Leistung. Ach, wahrscheinlich war sie einfach nur erleichtert. Wie sieht's mit der Nachwuchswerbung aus? Kann ich was tun? Wir haben die Genehmigung für die Infoveranstaltung an den Schulen bekommen. Und wir starten mit dem Tag der Jungfeuer? Ja, das hier ist der grobe Ablaufplan schon her. Vielleicht könntest du mal nachchecken, ob unsere Ausrüstung reicht oder ob wir uns irgendwie noch Material leihen müssen. Mach ich. Hallo zusammen. Hey. Hallo. Na, gar nicht im Hotel? Geht auch mal ohne mich. Und, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Ja, bin dabei. Ja, super, fantastisch, freut mich. Ja. Haben Sie auch ein wenig Zeit mitgebracht? Nicht wirklich. Ich bin nachher mit meiner Tochter verabredet. Verstehe. Das Wichtigste wäre die Wartung der Beleuchtungselemente. Vielleicht kann Patrick ihn ja... Ich zeig dir, wo die Geräte sind. Du ist doch okay, oder? Ja, ja, die alles Kameraden klar. Kameraden duzen sich alle hier untereinander. Ich bin Ben. Patrick. Hi. Mathis. Ja gut, komm, dann zeig ich dir mal die Geräte, oder? Das ist eine Bombe. Jetzt mal ehrlich. Wer genau hat von dir verlangt, dass du mit ihr an diesem Tanzwettbewerb teilnimmst? Hm? Merle. Ja, aber ihr seid doch befreundet. Ich meine, du kannst sie doch nicht einfach abschieben. Abschieben klingt so negativ. Außerdem, du bist der bessere Tänzer. Jeff und ich müssen spätestens übermorgen zurück nach New York. Wie bitte? Aber das geht doch nicht. Herr Siegert hat dir das Leben gerettet. Und jetzt willst du ihn mit seinen Waffeln im Stich lassen? Die gesamte Laubenkolonie wurde evakuiert. Warum das denn? Eine Bombe. Die müssen Hannes und Dennis gefunden haben. Beim Graben für die Schaukel. Oh je, also, da muss ich jetzt hin. Ja. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Es muss doch. Da, nee, da. Halt mal. Nee, dein Zelt ist fertig. Lass Papa mal machen. So. Also beim Eignungstest für die Feuerwehr wärst du durchgefallen. Ja, die suchen ja auch einen Elektriker und keinen Campingwart. Wo ist denn die Anleitung? Damit die Rechtsfähigkeit einer Stiftung anerkannt wird, muss die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert sein. Das trifft auf die Bürgerstiftung der Feuerwehr zu.
Dann steht also der Stiftungsgründung nichts mehr im Wege und du kannst den Vorvertrag für das Gebäude gegenüber der Feuerwehr. Lilly? Komm mal schnell! Doch, mein Helm ist eingelaufen. Lilly ist im Garten. Ist unter die Feuerwehrmänner gegangen? Herr Segert hat mich gefragt, ob ich bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen will. Aha. Auf Stundenbasis. Wie auf Stundenbasis? Das ist doch sowieso ein Ehrenamt, oder nicht? Naja, ich bin einer der ganz wenigen, der bezahlt wird. Okay, was sollst du dann da machen? Ja, sucht jemand denn für die Wartung der elektrischen Anlagen. Aha. Naja, ich könnte das extra Geld gut gebrauchen. Das Jahr mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist ja leider rum. Genießen die Ruhe und die Randale. Ich wollte nur guten Morgen sagen. Ja, morgen, Mathis, komm rein. Magst du einen Kaffee? Danke, nicht vom Laufen, aber so einen Saft hätte ich ganz gerne. Gut. Morgen, Frau Parker. Morgen. Danke. War ein ganz schöner Schreck gestern, nicht wahr? Was denn? Der beinahe Absturz. Oh, Ihr Vater und seine Frau wollten Sie wahrscheinlich nicht beunruhigen. Was ist passiert? Da fragen Sie lieber Ihren Vater selbst. Ich frage jetzt aber Sie. Gut. Bitte, was war los? Wir hatten gestern einen Einsatz am Flugplatz. Eine einmotorige Propellermaschine ohne Treibstoff drohte auf die Landebahn zu stürzen. Einzige Insassen, Ihr Vater und seine Frau. Und dann? Wir mussten nicht eingreifen. Er konnte die Maschine souverän landen. Aber das alles wäre nicht passiert, hätte er einen ordentlichen Übernahmecheck gemacht. Er ist einfach so losgeflogen? Aus Versehen. Mit Frau Van Loons Maschine, deren Tankanzeige kaputt ist. Typisch Jeff. Was wäre das Leben ohne Gefahr? Wenn er sein eigenes Leben gefährdet, ist die ganze Aktion einfach nur leichtsinnig. Wenn andere involviert sind, dann wird's kriminell. Er ist einfach unbelehrbar. Ja. Ich muss doch mal wieder los. Danke für den Saft. Ach, übrigens, ich habe mit Anja gesprochen. Sie bedauert es sehr, dass sie nicht zum Jubiläumsessen kommen konnte. Aber sie hätte gerne ein paar Fotos. Ja, ich ziehe dir welche auf den Stick. Alles klar, danke. Bis dann, ne? Tschüss. Dein Vater liebt es also riskant. Und wenn es gefährlich wird, dann macht's auch nichts. Guten Morgen, Herr Militzer. Wir sind uns gestern im Büro Ihres Vaters kurz begegnet. Erinnern Sie sich? Guten Morgen. Was können wir für Sie tun? Wie Sie vielleicht wissen, liegt mir die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr sehr am Herzen. Ich habe gelesen, dass Sie die Feuerwehrschule nach Ochmissen verlegen wollen. Das ist keine gute Idee. Inzwischen ist mir klar geworden, dass die Schule die Anbindung an die Wache braucht. Und die Wache ist hier und hier soll sie natürlich auch bleiben. Ich wurde bei meinem Vorstoß schlecht beraten. Und ich habe einfach keine Ahnung von dem Alltag und den Bedürfnissen der Einsatzkräfte. Und jetzt wollen Sie sich ein Bild vor Ort machen. Setzen Sie sich doch. Hier? Ja. Ich unterstütze die Jugendfeuerwehr in Ochtmis mit Geld und Sachspenden. Ich mache aber keinen großen Bohai darum und deshalb steht es nicht in der Presse. Sie meinen wie der Oberbürgermeister? Das haben Sie gesagt. Ich denke jedenfalls. Ich wollte nur sagen, dass ich mich ein bisschen. Nein, eigentlich wollte ich sagen, dass wir unseren Termin nach hinten verschieben müssen. Ja, mir ist was dazwischen gekommen. Tut mir leid, ich melde mich wieder. Tschüss. Aha. Ich wusste ganz genau, dass bei dem Frühstück irgendetwas fehlt. Aber jetzt weiß ich was. Ja, das ist mein später Triumph über den Steuerberater. Oh, Timo hat übrigens angerufen. Oh. Sein neues Spiel ist marktreif und er plant eine Kampagne zur Markteinführung. Wow. Na, Beharrlichkeit zahlt sich eben aus. Hat er genügend Kapital? Das ist das Problem, aber ich kann ihm keins geben, wegen dem Kauf unserer Wohnung. Aber wenn dein Sohn Hilfe braucht, dann geht das doch vor. Vielleicht kann ich einen kleinen Kredit aufnehmen. Hm. Sag mal, man muss eigentlich in der Küche sein. Einer Stunde? Und dann sollten wir vielleicht nicht über Geld reden. Oh, sind da nur die Fotos von der Jubiläumsfeier drauf?
Nein, es gibt ein Unterverzeichnis und das heißt... Sag mal, willst du die nicht selber auf den Rechner ziehen? Ist vielleicht das Beste. Ach so, sagst du Anja bitte Bescheid. Sie ist jederzeit auf dem Gut. Herzlich willkommen. Ja, natürlich. Möchte jemand von euch ein Wasser? Ja, gern. Ja, gern. Sie verstehen sich gut mit Ihrer Ex-Frau? Das ist beneidenswert. Ach, wissen Sie, ich bin nicht so der Typ für Rosenkriege. Und Anja zum Glück auch nicht. Sind Trennungen nicht immer schwierig? Anja und ich mussten erstmal einen neuen Umgang miteinander finden. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, wie wichtig wir uns sind. Als Freunde, nicht als Partner. Ja, ihr habt Respekt voreinander. Das ist entscheidend. Meine Trennungen waren immer dramatisch und endgültig. Schluss aus, ich will dich nie wiedersehen. Das klingt anstrengend. Ja, daran war ich nie unschuldig. Ich glaube, die Kunst ist, sich nicht auf seine eigenen Enttäuschungen zu konzentrieren, sondern sich auf das Neue zu freuen. Ja, soweit die Theorie. Klappt auch nur, wenn beide mitmachen. Sag mal, du hörst dich an wie ein Eheberater. Ich hatte einfach nur großes Glück mit Anja. Ja, und sie mit ihm. Soll ich die Bilder direkt auf dem Desktop speichern? Ja, bitte. So, und da Sie jetzt schon mehrfach unsere Dienste in Anspruch genommen haben, würde ich Ihnen gerne die Wache zeigen. Ich habe gleich einen Telefontermin, aber ich würde gerne erfahren, was ich für die Feuerwehr tun kann. Als kleines Dankeschön für Ihren Einsatz. Das ist wirklich nicht nötig, danke. Doch, ich möchte gerne erfahren, ob irgendwas fehlt. Ob mein Mann und ich noch mal spenden können. Die Kaffeemaschine ist kaputt zum Beispiel. Gut, auf sowas habe ich gehofft. Wie sieht's denn aus mit der Feuerwehrschule? Oh, sehr gut. Es fehlt zwar noch ein wenig Geld, aber das soll ja durch die Öffentlichkeitsarbeit reinkommen. Der Tanzwettbewerb. Ja, genau. Und noch ein paar andere Aktionen. Hoffentlich findet Herr Jansen ein prominentes Gesicht, mit dem er für seine Veranstaltung werben kann. Da bin ich ganz sicher. Ja, Flamenco. Das ist mir auch wieder sehr un... Ja, entschuldigen Sie, aber ich ärgere mich einfach über Dennis. Ich dachte, der ist so ein unkomplizierter junger Mann. Das war er bisher doch auch. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Aber er ist sehr fleißig. Kann man nicht sagen. Stimmt. Ja, als vorzeitiges Erbe. Timo, davon habe ich auch nichts gewusst. Ja, deswegen habe ich ihn geheiratet. Der Torben ist ein toller Mann. Ja, gut. Das richte ich ihm aus, Timo. Tschüss. So, und jetzt noch 14. Carla, der Mittagstisch ist ja da drin. Das kann sein. Carla, der Mittagstisch. Ja. Da? Die habe ich hinterm Tresen gefunden. Also meine ist das nicht. Könnte sein, dass das, meine ist. Wenn ich sie so ganz genau... Ich weiß auch nicht... Wie kommt die hinter den Tresen? Ja, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist sie dir aus der Jacke gefallen. Alles ist möglich. Ja, kann sein. Wenn du anfängst, Unterhosen hinter meinem Tresen zu verlieren, gibt's Ärger. Mensch, Carla, das riecht aber gut. Ja, willst du mal probieren? Ja, sehr gerne. Was sieht heiß, ne? Na? Carla, das ist völlig versalzen. Was? Ja. Oh. Ui. Oh Gott, den muss ich neu ansetzen. Oh. Ist, glaube ich, auch. Wie heißt denn der Kerl? Wer was? Naja, an den du verknallt bist. Ich bin nicht verknallt. Ich bin verheiratet. Ja, ja. Ja, bitte. Störe ich? Nein, du überhaupt nicht. Komm rein. Was verschafft mir das Vergnügen? Hm? Ach, ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich sehe mal nach dir. Möchtest du einen Kaffee? Gerne. Setz dich. Und wie läuft's in der Gärtnerei? Ja, das Übliche. Viel zu tun. Wenn ich abends zuschließe, bin ich froh, endlich meine Ruhe zu haben. Einerseits. Und andererseits? Ach, ist mir manchmal ein bisschen langweilig. Ja, gestern Abend wäre ich fast vor Kaspar eingeschlafen. Dabei war ich gar nicht so müde. Verstehe, Kollegen. Und warum weiß ich davon nichts?
Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten. Sie hatten mehr Glück als Verstand. Eine seitliche Windböe und dieser durchgeknallte Texaner hätte die Kontrolle über sein Flugzeug verloren. Texaner? Kennst du den Typ? Ja, flüchtig. Er ist der Ehemann der Frau, die ich aus dem brennenden Schuppen gerettet habe. Die scheint ein ziemlich gefährliches Leben zu führen. Und anstatt ihm nach der Landung die Leviten zu lesen, lobt sie ihn auch noch für seine tolle Leistung. Ach, wahrscheinlich war sie einfach nur erleichtert. Wie sieht's mit der Nachwuchswerbung aus? Kann ich was tun? Wir haben die Genehmigung für die Infoveranstaltungen an den Schulen bekommen. Und wir starten mit dem Tag der Jungfeuerwehr? Ja, das hier ist der grobe Ablaufplan schon mal her. Vielleicht könntest du mal nachchecken, ob unsere Ausrüstung reicht oder ob wir uns irgendwie noch Material leihen müssen. Mach ich. Hallo zusammen. Hey. Hallo. Na, gar nicht im Hotel? Geht auch mal ohne mich. Und, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Ja, bin dabei. Ja, super, fantastisch, freut mich. Ja. Haben Sie auch ein wenig Zeit mitgebracht? Nicht wirklich. Ich bin nachher mit meiner Tochter verabredet. Verstehe. Das Wichtigste wäre die Wartung der Beleuchtungselemente. Vielleicht kann Patrick ihn ja... Ich zeig dir, wo die Geräte sind. Du ist doch okay, oder? Ja, ja, alles klar. Die Kameraden duzen sich alle hier untereinander. Ich bin Ben. Patrick. Hi. Mathis. Ja gut, komm, dann zeig ich dir mal die Geräte, oder? Hallo, Anja. Also, wenn die Wohnung noch halb so schön ist, wie der Eigentümer am Telefon gesagt hat, dann knutsche ich deinen Entrümpler. Moment, da habe ich auch noch ein Wörtchen mit zu reden, ne? Wieso? Du fandst doch den Grundriss und die Lage auch perfekt. Ich rede vom Knutschen. Ah. Wenn wir die Wohnung tatsächlich kaufen, dann kriegt Herr Grabowski seine Vermittlungsprovision und gut ist. Entschuldige. Ja, Lichtenhagen? Ah, ja, wir sind gerade auf dem Weg zu Ihnen. Gesundheit. Ja. Ja, verstehe. Nee, ja, kein Problem. Gute Besserung. Ja, wir hören uns. Tschüss. Der Besitzer hat eine Erkältung mit Fieber. Wir müssen den Termin verschieben. Schade. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Du meinst, es ist ein Wink des Schicksals? Also, wir bleiben weiter im Hotel wohnen, du sortierst meine Stiefel weg, ich finde sie nicht wieder. Du, meine Aktennotizen. Was machst du? Was? Ich verstehe dich gerade nicht. Muss ich mir Sorgen machen? Tom, nicht nagen. Ich habe mich noch mal ganz neu in dich verliebt. Ich gestehe dir gerade meine Liebe und das Einzige, was du sagen kannst, ist, Nein. Also im zweiten Teil wiederholst du dich gerade. Wie machst du das nur? Selbst nach 5 Jahren zauberst du mir immer noch Schmetterlinge in den Bauch. Bitte. Ich muss in die Gärtnerei. Vielleicht hat Edda auch Lust, mich zu begleiten zum Flamenco-Abend. Hannes, reden Sie mit ihm. Ihr arbeitet den ganzen Tag zusammen. Da könnt ihr euch nicht nur anschweigen. Er hat sich zurückgezogen. Also muss er auf mich zukommen. Aber Sie haben die Weisheit des Alters. Herr Lüder. Na, kommen Sie voran? Aber ich habe was Komisches gefunden. Nicht bewegen! Das ist eine Bombe. Mal ehrlich, wer genau hat von dir verlangt, dass du mit ihr an diesem Tanzwettbewerb teilnimmst? Merle. Ja, aber ihr seid doch befreundet. Ich meine,
Du kannst sie doch nicht einfach abschieben. Abschieben klingt so negativ. Außerdem, du bist der bessere Tänzer. Jeff und ich müssen spätestens übermorgen zurück nach New York. Wie bitte? Aber das geht doch nicht. Herr Segert hat dir das Leben gerettet. Und jetzt willst du ihn mit seinen Waffeln im Stich lassen? Die gesamte Laubenkolonie wurde evakuiert. Warum das denn? Eine Bombe. Die müssen Hannes und Dennis gefunden haben. Beim Graben für die Schaukel. Oh je, also, da muss ich jetzt hin. Ja. Hm. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Es muss doch. Da, nee, da. Mhm. Halt mal. Nee, dein Zelt ist fertig. Lass Papa mal machen. Oh, Ihr Vater und seine Frau wollten Sie wahrscheinlich nicht beunruhigen. Was ist passiert? Da fragen Sie lieber Ihren Vater selbst. Ich frage jetzt aber Sie. Gut. Bitte, was war los? Wir hatten gestern einen Einsatz am Flugplatz. Eine einmotorige Propellermaschine ohne Treibstoff drohte auf die Landebahn zu stürzen. Einzige Insassen, Ihr Vater und seine Frau. Und dann? Wir mussten nicht eingreifen. Er konnte die Maschine souverän landen. Aber das alles wäre nicht passiert, hätte er einen ordentlichen Übernahmecheck gemacht. Er ist einfach so losgeflogen? Aus Versehen. Mit Frau Van Loons Maschine, deren Tankanzeige kaputt ist. Typisch Jeff. Was wäre das Leben ohne Gefahr? Wenn er sein eigenes Leben gefährdet, ist die ganze Aktion einfach nur leichtsinnig. Wenn andere involviert sind, dann wird's kriminell. Er ist einfach unbelehrbar. Ja. Ich muss doch mal wieder los. Danke für den Saft. Ach, übrigens, ich habe mit Anja gesprochen. Sie bedauert es sehr, dass sie nicht zum Jubiläumsessen kommen konnte. Aber sie hätte gerne ein paar Fotos. Ja, ich ziehe dir welche auf den Stick. Alles klar, danke. Bis dann, ne? Tschüss. Dein Vater liebt es also riskant. Und wenn es gefährlich wird, dann macht's auch nichts. Guten Morgen, Herr Militzer. Wir sind uns gestern im Büro Ihres Vaters kurz begegnet. Erinnern Sie sich? Guten Morgen. Was können wir für Sie tun? Wie Sie vielleicht wissen, liegt mir die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr sehr am Herzen. Ich habe gelesen, dass Sie die Feuerwehrschule nach Ochmissen verlegen wollen. Das ist keine gute Idee. Inzwischen ist mir klar geworden, dass die Schule die Anbindung an die Wache braucht. Und die Wache ist hier und hier soll sie natürlich auch bleiben. Ich wurde bei meinem Vorstoß schlecht beraten. Und ich habe einfach keine Ahnung von dem Alltag und den Bedürfnissen der Einsatzkräfte. Und jetzt wollen Sie sich ein Bild vor Ort machen. Setzen Sie sich doch. Hier? Ja. Ich unterstütze die Jugendfeuerwehr in Ochtmissen mit Geld und Sachspenden. Ich mache aber keinen großen Bohai darum und deshalb steht es nicht in der Presse. Sie meinen wie der Oberbürgermeister? Das haben Sie gesagt. Ich denke jedenfalls, als Kommunalpolitiker sollte man sich auskennen. Und wenn das nicht der Fall ist, hat man zwei Möglichkeiten. Man gibt es zu oder man ändert es. Sie tun beides. Finde ich gut. Ich kann Ihnen einiges erzählen, aber wäre es nicht besser, Sie besprechen das mit unserem Chef, Herrn Segert? Ja, das will ich auch noch. Aber ehrlich gesagt wäre mir persönlich es am liebsten, wenn mir die Situation von einem Ehrenamt... Der Typ für Rosenkriege. Und Anja zum Glück auch nicht. Sind Trennungen nicht immer schwierig? Anja und ich mussten erstmal einen neuen Umgang miteinander finden. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, wie wichtig wir uns sind. Als Freunde, nicht als Partner. Ja, ihr habt Respekt voreinander. Das ist entscheidend. Meine Trennungen waren immer dramatisch und endgültig. Schluss aus, ich will dich nie wiedersehen. Das klingt anstrengend. Ja, daran war ich nie unschuldig. Ich glaube, die Kunst ist, sich nicht auf seine eigenen Enttäuschungen zu konzentrieren, sondern sich auf das Neue zu freuen. Ja, soweit die Theorie. Klappt auch nur, wenn beide mitmachen. Sag mal, du hörst dich an wie ein Eheberater. Ich hatte einfach nur großes Glück mit Anja. Ja, und sie mit ihm. Soll ich die Bilder direkt auf dem Desktop speichern? Ja, bitte. So, und da Sie jetzt schon mehrfach unsere Dienste in Anspruch genommen haben, würde ich Ihnen gerne die Wache zeigen. Ich habe gleich einen Telefontermin, aber ich würde gerne erfahren, was ich für die Feuerwehr tun kann. Als kleines Dankeschön für Ihren Einsatz. Das ist wirklich nicht nötig, danke.
Doch, ich möchte gerne erfahren, ob irgendwas fehlt. Ob mein Mann und ich noch mal spenden können. Die Kaffeemaschine ist kaputt zum Beispiel. Gut, auf sowas habe ich gehofft. Wie sieht's denn aus mit der Feuerwehrschule? Oh, sehr gut. Es fehlt zwar noch ein wenig Geld, aber das soll ja durch die Öffentlichkeitsarbeit reinkommen. Der Tanzwettbewerb. Ja, genau. Und noch ein paar andere Aktionen. Hoffentlich findet Herr Jansen ein prominentes Gesicht, mit dem er für seine Veranstaltung werben kann. Da bin ich ganz sicher. Oder wie siehst du das? Ja. Ja. Bis auf Weiteres treffe ich hier die Entscheidung. Nein, mein Sohn ist... Mein Sohn hat sich freigenommen. Ach, gut, dass du kommst. Wir müssen reden. Ich wollte nur meine Sachen holen. Patrick, ich habe nachgedacht. Ich verstehe jetzt, was du meinst. Ja, es tut mir leid. Ich werde mich in Zukunft beherrschen. Gut. Aber an meiner Entscheidung, unsere Zusammenarbeit zu beenden, ändert das nichts. Das ist dir klar. Bitte? Du dachtest, mit einer Entschuldigung ist das Thema erledigt? Ja, was willst du denn sonst noch? Du hast nichts verstanden. Wir können nicht kleiner Chef und großer Chef spielen und gleichzeitig auch Familie machen. Aber das kann man nicht trennen. Warum nicht? Ja, wie stellst du dir das vor? Dass wir zusammen Handball spielen und so tun, als wäre alles in Ordnung? Das ist doch Quatsch. Papa, wir können es wenigstens versuchen. Ach, du bist und bleibst mein Sohn. Ob du willst oder nicht. Beim Training, zu Hause, im Hotel oder sonst wo. Dann ist es wohl das Beste, wir legen auch das Training erstmal auf Eis. Du, wenn du jetzt gehst, dann kommst du später nicht angekrochen. Am besten, wir gehen uns ganz aus dem Weg, bis du weißt, was du willst. Was für Zutaten wir brauchen, dann ich schaue nach, ob ich alles habe. Vielleicht mag ich lieber eine Tütensuppe. Was? Oder was anderes. Ich soll Ihnen eine Schaukel bauen, Herr Lühle. Sie sind nicht mein Ernährungsberater. Ich wollte Ihnen was Gutes tun. Ich muss weg. The money has been transferred a week ago. Thanks. Bye. Arbeitest du noch? Ich habe die Zeitverschiebung nicht erfunden. Gibt's Probleme? Nein. Nichts Ernstes. Wo warst du so lange? Bei Merle van Loon. Ist sie noch sauer auf mich? Nein. Sie mag dich. Irgendwie. Sie meint, wir sollten uns nochmals bei der Freiwilligen Feuerwehr bedanken. Für ihren Einsatz gestern. Na, wieso? Ich habe die Landung allein sauber hinbekommen. Ja, aber wenn nicht, dann wären sie für uns da gewesen und hätten uns geholfen. Okay, dann schieben wir den Jungs noch mal eine Spende rüber. Nicht noch mal Geld. Ich würde das lieber mit etwas Fingerspitzengefühl machen. Fingerspitzengefühl. Ich liebe dieses Wort. Und du hast so viel davon. Ja, dafür kannst du besser mit der Faust auf den Tisch hauen. Ich gehe ins Bett. Kommst du auch? Ich muss noch schnell eine Mail schreiben. Warst du schon spazieren? Ich war kurz bei den Pferden. Du hast es so schön hier. Unfassbar friedlich. So friedlich, dass man hin und wieder ein Rockkonzert einschieben muss, um es überhaupt aushalten zu können. Ja, danke. Der Abend mit Theo war super laut und super lustig. Aber ich kann beides genießen, die Ruhe und die Randale. Ich wollte nur guten Morgen sagen. Ja, morgen, Mathis, komm rein. Magst du einen Kaffee? Danke, nicht vom Laufen, aber so einen Saft hätte ich ganz gerne. Gut. Morgen, Frau Parker. Morgen. Danke. War ein ganz schöner Schreck gestern, nicht wahr? Was denn?